Hallihallo meine Hübschen, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich über meine neuen Kontaktlinsen sprechen. Außerdem möchte ich heute eure Fragen beantworten, die ihr mir unter meine Kontaktlinsen-Videos gestellt habt. Dann wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video und unbedingt dranbleiben. Die Linsen trage ich selbstverständlich jetzt gerade auch für euch. Ich zoome euch auch gleich nochmal ein bisschen näher ran. Ich trage die Kontaktlinsen in der Farbe Bonito Blue Beige. Dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Weil ihr so viele Fragen unter meine zwei Kontaktlinsen-Videos gestellt habt, möchte ich heute eure Fragen beantworten rund um das Thema Kontaktlinsen. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Kontaktlinsen richtig einsetzen. Wir werden bald mit euch snappen können. Okay, meine Süßen, ich bin komplett ungeschminkt. Da war ich noch blond. Ihr solltet auf jeden Fall zuallererst immer eure Kontaktlinsen einsetzen, bevor ihr überhaupt irgendwie anfangt, euch zu schminken. Okay, das Kontaktlinsen-Video hat 15.000 Aufrufe, 118 Daumen nach oben und 53 nach unten. Kombilösungen von der Drogerie haben heftig viele Konservierungsstoffe, die auf Dauer nicht gut fürs Auge sind. Ich empfehle euch eine von Optica, die haben meistens welche da mit vergleichbaren Preisen und mit besseren Inhaltsstoffen. Ich empfehle auch einmal eine gute Beratung. Ihr habt nur einmal Augen. Ich spreche aus Erfahrung. Liebe Grüße. Ja, das klingt auf jeden Fall richtig und vor allen Dingen vernünftig. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin, meine Kombilösung beim Optiker zu bestellen. Sollte ich vielleicht mal tun und vielleicht auch mal die Inhaltsstoffe prüfen. Das Video ist sehr gut geworden. Ich wollte aber fragen, ob man die Kontaktlinsen, bevor man sie ins Auge setzt, auch abtrocknen muss. Würde mich über eine Antwort freuen. Ja, ich tupfe meine Linsen ab. Ich erkläre dir jetzt auch, wie ich das mache. Ich habe die Linse auf meinen Finger, ja, und habe neben mein Kontaktlinsenbehälter immer ein kleines Stückchen Klopapier. Es ist frisch und sauber. Es dient einfach nur dazu, dass du deine Kontaktlinsen, also die Flüssigkeit von den Linsen, immer wieder abtupfen kannst. Ich benutze die eine Seite, um die Linse hereinzukriegen, und mit der anderen Seite halte ich das Auge sozusagen still, indem ich das so runterziehe. Du nimmst die Kontaktlinse aus dem Behälter, legst sie auf deinen Finger. Und diese liegt in so einer kleinen Träne, kleine Pfütze, sage ich jetzt einfach mal. Dann nehme ich die Kontaktlinse weg und habe sie auf meinem anderen Finger, auf meinem anderen Zeigefinger. Und den, wo Wasser drauf ist, tupfe ich auf mein Tempo, Zewa, Klopapier, whatever. Putze ich ab. So, dass es etwas feucht ist, aber nicht tränig nass ist, wenn ihr versteht, wie ich meine. Und dann lege ich die Kontaktlinse wieder drauf. Ich mache das so, bis ich das Gefühl habe, dass die Linse nicht zu viel Kombilösung in mein Auge reindrückt, sozusagen. Aber das ist sozusagen ein eigenes Gefühl, was du entwickeln musst. Ich mache das meistens zweimal. Ja, liebe Denise, ich hoffe, ich konnte dir irgendwie helfen. Du hast den Kommentar vor 4 Monaten geschrieben. Ich will morgen zu Halloween gerne Kontaktlinsen, Farblinsen tragen, aber ich bekomme das einfach nicht hin. Entweder bleibt sie am Finger hängen oder ich kneife meine Augen immer zusammen. Trauriges Smile. Liebe Pia, da müssen wir alle durch. Ihr werdet nicht von jetzt auf gleich Kontaktlinsen einsetzen können. Das könnt ihr echt vergessen. Nicht zu Weihnachten, nicht zu Halloween, nicht zu Karneval. Meiner Meinung nach müsst ihr wirklich Zeit dafür investieren, es üben, üben und üben. Denn ihr könnt auch eine Menge verkehrt machen, und wenn ihr das nicht richtig macht, dann könnt ihr sogar daran euer Auge verlieren und eure Sehstärke reduzieren oder sowas. Wie eine auch schon vorher gesagt hat, ihr habt nur einmal im Leben eure Augen, die funktionieren. Macht's euch nicht kaputt, nur wegen ein blödes Karneval oder Halloween. Ihr müsst euch auch mit dem Thema Kontaktlinsen wirklich intensiv beschäftigen. Wie man es richtig macht, welche Nebenwirkungen es haben kann, was tun, wenn ich die Kontaktlinsen nicht mehr rauskriege, wie reinige ich meine Linsen und so weiter. Es ist nicht einfach. Und ihr könnt nicht einfach sagen, Halloween trage ich sie und sonst habe ich noch nie Kontaktlinsen benutzt. Das geht meiner Meinung nach gar nicht. Ihr müsst wirklich üben. Nicht nur an eure Schönheit denken oder an den Nutzen denken, sondern auch wirklich an eure Gesundheit, denn ihr habt nur einmal im Leben euer Auge.
Wenn du kurze Fingernägel hast, wirst du schneller lernen, die Linsen vernünftig einzusetzen, als wenn du wirklich lange Nägel hast, Hashtag Krallen, weil dann musst du wirklich noch eine ganz andere Technik anwenden. Dazu werde ich euch aber dann auch nochmal ein separates Video machen, wie ihr mit langen Fingernägeln eure Linsen raus- und einsetzen könnt. Trägst du Monatslinsen? Es gibt die Möglichkeit, Monatslinsen zu tragen, ich trage aber immer Jahreslinsen. Ich bin gerade dabei, mich bei Kontaktlinsen zu informieren. Das ist auch wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, dass ihr euch wirklich ausführlich informiert. Leider bei Fehmarn sehr teuer. Finde ich gar nicht so. Also bei uns in der Region ist es gar nicht so teuer. Ich glaube 20 bis 25 Euro. Aber mein lieber Robert, billig ist nicht immer gleich schlecht. Also meine Linsen kosten meistens, höchste der Gefühle ist 40 Euro. Und trägst du nebenbei noch eine Brille? Ja, ich trage nebenbei auch noch eine Brille fürs Fernsehen gucken, für Konsole, für PC, für Videoschneiden und halt in der Schule ab und an. Mir wurde gesagt, sollte man eine Bindehautentzündung bekommen, kann man keine Linsen tragen. Du, also wenn ich ganz ehrlich bin, wenn du eine Bindehautentzündung hast, dann würde ich dir auch generell nicht empfehlen, Kontaktlinsen zu tragen, weil das Infektionsrisiko zu groß ist. Zudem auch das Reizrisiko zu groß wäre jetzt wahrscheinlich. Wenn du so oder so empfindliche Augen hast, dann würde ich dir auf keinen Fall empfehlen, irgendwelche andere Substanzen an dein Auge zu lassen. Also ich habe keine Erfahrungen damit, aber ich würde es aus dem Prinzip einfach nicht machen. Ja, lieber Robert, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen mit meiner kurzen Antwort. Hast du mal einen Link zu den Kontaktlinsen bei Amazon? Müsste eigentlich unten in der Infobox sein. Aber ich packe euch nochmal alle meine Kontaktlinsen, die ich bis jetzt getestet habe, in die Infobox. Dann hat man mir hier runtergeschrieben, dass Kontaktlinsen einsetzen wehtun würde, dass man sehr lange üben muss, 3 Stunden herumprobieren und die bleiben einfach nicht drin, die Augen tränen, das Auge ist gereizt und rot, die Haut unter den Augen tut höllisch weh. Ich habe zum Beispiel das Problem, dass die Kontaktlinsen nicht halten, wenn ich es mache, wie alle anderen, was wiederum bedeutet, dass ich noch länger brauche. Aber sag bitte nie mehr, Kontaktlinsen einsetzen tut nicht weh, höchstens wenn du ein Naturtalent bist. Von The Moon Princess. Aber ich kann dir nochmal an der Stelle sagen, wenn du Meisterin bist, also wenn du schon etwas erfahrener bist, mit der Handhabung der Kontaktlinsen, dann tut es definitiv nicht weh. Ich kann dir das jetzt auch nochmal sagen. Wenn du es richtig machst, innerhalb einer Minute liegen die dann perfekt auf deinem Auge und du wirst keine Schmerzen haben. Das Einzige, was du haben wirst, weil wenn ihr nicht übt, dann habt ihr Pieken in den Auge, habt ihr ein tränendes Auge, ihr habt ein gerötetes Auge, ihr habt ein juckendes Auge und. Ihr müsst ganz, 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 ganz wichtig, Leute, ihr müsst mir versprechen, dass ihr Kontaktlinsen einsetzen übt. Also meiner Meinung nach tut es nicht weh. Am Anfang, in der Übungszeit, dann kann es wehtun. Aber wenn ihr fit seid, Leute, und wenn ihr es vor allen Dingen richtig macht, dann tut Kontaktlinsen einsetzen definitiv nicht weh. Das könnte ich sogar unterschreiben. Arsemin, Cetin. Sorry, Süße, wenn das jetzt falsch ausgesprochen ist. Deine Frage war, muss man die Kontaktlinsenlösung jedes Mal neu in die Tube reintun? Jein. Also, meine Liebe, ich würde es dir empfehlen, alle 2 Tage zu machen. So, ich sitze morgens in meinem Zimmer, habe meine Kontaktlinsen in meiner Kombilösung in dem Behälter aufbewahrt. Kontaktlinsen setze ich ein. Ich würde dir empfehlen, auf jeden Fall immer die Kontaktlinsenbehälter mitzunehmen, so dass du jederzeit deine Linsen rausnehmen kannst und dann in deine Kombilösung sichern kannst. Die Kombilösung ist generell nur 3 Monate haltbar. Ihr solltet sehr, sehr, sehr viel Wert darauf legen, dass ihr das wirklich überprüft, wie lange eure Kombilösung haltbar ist. Weil ich habe da wirklich eine Story auf Lager. Was passiert mit eurem Auge, wenn ihr eine Kombilösung in eure Augen setzt, die nicht mehr haltbar ist? Dazu gibt es auf jeden Fall auch bald ein Storytime. Kann man mit Kontaktlinsen weinen? Von Nadia gefragt. Also ich habe schon mal mit Kontaktlinsen geweint. Ja, man kann mit Kontaktlinsen weinen. Aber ich möchte nicht, dass du weinst. Also sag das nicht mal, dass du weinst, okay? Ich möchte, dass du glücklich bist und ich möchte nicht, dass du weinst. Die liebe Katharina hat ein Problem, denn sie schreibt, ich habe Kontaktlinsen jetzt schon seit circa 3 Wochen, aber wenn ich sie im Auge habe, stechen sie oder brennen voll im Auge. Okay, deine Kontaktlinsen im Auge
einen Reiz verursachen, so dass deine Augen brennen, wie du das beschrieben hast, dann solltest du ganz dringend deine Kombilösung überprüfen, ob die erstens noch haltbar ist, zweitens, vielleicht sind da irgendwelche Stoffe drin, worauf du vielleicht allergisch reagierst, oder du hast es einfach heute schon zu oft probiert, überprüfe das auf jeden Fall. Dann, wenn sie im Auge stechen, Leute, dann liegt irgendetwas auf euren Kontaktlinsen drauf, was da nicht drauf gehört. Es kann immer wieder passieren, dass irgendwelche kleine Flusen oder kleine Bakterien auf der Linse liegen oder irgendwelche Restwimperntuschenteilchen oder sowas. Es ist auf jeden Fall immer ein Zeichen, ups, da liegt was auf dem Auge, was nicht sein soll. Und deswegen piekt das auch so. Wie ich das eben beantwortet habe, die Kombilösung müsst ihr wirklich auch mal wechseln. Also ihr müsst auch auf jeden Fall mal ein bisschen Zeit dafür investieren, um eure Kontaktlinsen auch zu pflegen. Wenn ihr natürlich noch irgendwelche Fragen habt, dann zögert nicht, schreibt mir das gerne in die Kommentare oder schreibt es mir auf Instagram. Ich packe euch hier auf jeden Fall meinen Insta-Namen ins Video. Wenn ihr kein Insta-Fan seid, dann könnt ihr natürlich auch auf Snapchat eure Fragen stellen. Ja, das ist jetzt meine aktuelle Kombilösung. Ich packe euch auf jeden Fall den Link unten rein von der Homepage, wo ihr alle Kontaktlinsen von der Firma sehen könnt. Für alle weichen Kontaktlinsen super befeuchtend. Abspülen, reinigen, desinfizieren, aufbewahren, befeuchten. Der pH-Wert ist auf die Tränenflüssigkeit abgestimmt und garantiert auch bei empfindlichen Augen höchste Verträglichkeit. Wenn ihr wirklich eine gute Kombilösung braucht, dann kann ich diese hier wirklich euch sehr ans Herz legen. Sie ist jetzt nicht teuer. Für sehr empfindliche und gereizte Augen ist das vielleicht schon eure Lösung. Ich habe schon Erfahrungen mit dieser Firma gemacht, wie ich wahrscheinlich jeder Jugendliche nach günstigen Kontaktlinsen gesucht habe. Und da bin ich natürlich auf Amazon aktive Käuferin gewesen. Ja, dann habe ich die Firma auch auf Instagram gefunden und habe gesehen, dass die neue Modelle rausgebracht haben. Ja, und dann dachte ich, zeige ich euch mal dieses neue Modell. Diese Kontaktlinsen sind etwas hochwertiger als die ihr auf Amazon bekommt. Deswegen kann ich euch wirklich nur sagen, wer was wirklich qualitativ Gutes haben möchte für wenig Geld, sollte vielleicht mal hier vorbeischauen. So meine Lieben, dann zeige ich euch jetzt mal die Deckkraft. Ich habe hier einen Spiegel unter der Kamera und ich versuche euch das jetzt mal zu zeigen, wie deckend die Linsen einfach sind. Am Anfang habe ich halt so gedacht, die Linsen wären mir zu groß, aber sie waren dann einfach nur falsch rum und von daher alles super. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und jetzt wieder so. Ist ein bisschen unangenehm, das immer hin und her zu schieben, von daher mach's nochmal. So. Meine Lieben, dann war es das jetzt mit diesem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe wirklich sehr, dass es hilfreich für euch war. Ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann gib dem Video gerne deinen Daumen nach oben und teile dieses Video. Ich würde mich über beides sehr freuen und ich würde sagen, dann sehen wir uns in einer meiner nächsten Videos wieder. Ciao!